Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Letztes Mal haben wir den Wassertempel abgeschlossen und jetzt begeben wir uns erstmal noch vorher, bevor wir weitermachen mit dem nächsten Tempel, auf die Suche nach ein paar Herzteilen. Das erste davon können wir uns auch gleich hier am Hylia-See abholen. Und zwar müssen wir dafür zu diesem Haus dort. Ignorieren wir einfach mal. So, und da wir hier als junger Link eine Wundererbse gepflanzt haben, können wir jetzt halt diese Pflanze hier benutzen. Wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Okay, jetzt. Gut, dann klettern wir mal die Leiter hier hoch. Oder auch nicht. So. Jetzt können wir nur die Leiter hochklettern. Und hier oben ist noch ein Herzteil. Dann rufe ich mal Epona. Falsche Richtung. Ja, hier bin ich. Jetzt stehen bleiben, nämlich genau hier irgendwo befindet sich noch ein Herzteil. Wenn ich mich nicht irre, kann man es auch mit dem Hammer sichtbar machen. Ja, stand genau drauf. So, und bei diesem Dekohändler kann man sich... Ich bin bezwungen, verschone mich. Und ich werde dir ein Herzteil zum Verkauf anbieten. Ein Stück kostet 10 Rubine. Lass uns ein Geschäft machen. Hab Dank. Und damit haben wir uns jetzt erstmal ein Herzteil gekauft. Für 10 Rubine. Übrigens, leider kann man sich keine weiteren Herzteile bei ihm kaufen. Gut, und dann auf der Hylia-Ebene befindet sich noch eins. Wenn mich nicht alles täuscht, dort am Norden. Ja, hier. Bei dem Baum dort.
Und hier unten auf dem Boden befindet sich noch ein Herzteil, das wir mit den Eisenstiefeln besorgen holen können. Nein, ich soll das Inventar noch mal öffnen. Und schon haben wir 15 Herzen. Gut, was machen wir als nächstes? Ach, ich weiß, noch ein Herzteil so. Dazu müssen wir uns wieder in einen Kleinling verwandeln. Gut, jetzt wieder zum Hühlersee. Ups. Und jetzt geht's dort hinten zu diesem Gebäude. Ich muss jetzt noch ein bisschen schwimmen. Und wir sind da. Und zwar ist das nämlich ein Fischweiher, also ein Angelteich. Und hier kann man sich nämlich noch ein Herzteil abholen, wenn man einen Fisch fängt, der mehr als 6 Pfund wiegt. Nun, willst du für eine 20 Rubine angeln? Ja. Oh nein, dir fehlt ein Rumble Pack. Damit würdest du spüren, wenn ein Fisch am Haken ist. Ich für dich. Geh zum Rand des Sees und drücke Z, um die Fische anzuschauen. Wirf die Leine mit B aus und stoppe sie mit A. Lass den Köder mit Joystick im Wasser zappeln, als Anfänger kannst du auch B benutzen. Hol die Angelschnur mit A ein. Wenn du A und R gedrückt hältst, kannst du den Fang schneller einholen. Spürst du, dass du das etwas anbeißt? Drücke A und nach unten, um den Haken festzusetzen. Dann hol die Leine mit A ein. Möchtest du deine Ergebnisse beim Angeln festhalten, musst du deinen Fang wiegen lassen. Angelst du als Kind, wird dein Ergebnis auch in der Zukunft festgehalten. Umgekehrt ist dies nicht möglich. Hast du alles verstanden? Ja. Ich bin sehr großzügig. Du kannst angeln, solange du möchtest. Der größte Fang an diesem See wog 6 Pfund. Wenn du deine Angel ausgeworfen hast, kannst du die Blickrichtung mit Z ändern. Petri heil. Ja, dann gehen wir mal angeln.
Und die beste Angelstelle hier ist auf diesem Ast. Da wirft man einfach mal die Angel aus. Und hofft, dass der Fisch da anbeißt. Na los. Dann nicht. Hätte er auch nicht erst gesehen. Schlaube ich mal ein bisschen weiter entfernt von ihm hin. Den wünsche ich eigentlich nicht, aber egal. Naja, der wiegt etwa 2 Pfund. Willst du ihn behalten? Nee. Okay, ich würde sagen, ich schneide jetzt erstmal und wir sehen uns dann wieder, sobald ich einen großen Fisch gefangen habe. Bis gleich. Wow, das ist ein echter Brocken. Tatsächlich, er wiegt 11 Pfund. Willst du ihn behalten? Natürlich. So, gut. Damit haben wir es endlich, damit haben wir einen Rekord gebrochen. Dann gehen wir einfach mal zum Typen und geben ihm unseren Fisch. Was möchtest du? Wiege meinen Fisch. Wow, das ist ein Prachtkerl. Sieht ganz nach einem neuen Rekord aus. Er wiegt mindestens 11 Pfund. Okay, hier ist sein Preis. Und ein weiteres Herzteil. Dann geben wir noch die Angel zurück. Komm wieder, wenn du älter bist. Dann sind auch die Fische größer. Naja, oder auch nicht. Ja, nämlich, um ihn noch was zu kriegen, muss man ihm als großer Link zurückkehren. Und dann muss man einen 20-fündigen Fisch fangen, damit man die goldene Zora-Schuppe kriegt, mit der man 10 Sekunden tauchen kann. Allerdings weiß ich noch, das dauert ewig, bis der Fisch anbeißt. Also das werde ich in einer Spezialfolge, sage ich mal, machen. Ich bin Balzac, die Vogelscheuche. Ich wünschte, ich könnte reisen, um herzergreifende Lieder zu hören. Aber ich stecke hier fest. Ja, ich bin Byron, das musikalische Vogelscheuchen-Genie. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe, vergesse ich es nie mehr, Süßer. Ja, und bei ihm müssen wir jetzt unsere Ocarina zeigen. Wow, das ist eine Ocarina. Hey, warum füllst du mir nicht was vor, Süßer? Ja, und jetzt können wir hier unser eigenes Lied komponieren. Ich würde irgendwas Einfaches. Naja, nicht so schlecht. Ich werde die Melodie im Kopf behalten. Ich kann mir jedoch höchstens 8 Noten merken. Also für heute lass gut sein, Caesar. Gut. Kommen wir zurück zur Zitadelle der Zeit, um es wieder groß zu machen.
So, das war's dann auch mit diesem Part. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns am nächsten Part wieder. Tschüss.